Willkommen zurück zu Saibiwa 2 und der guten Hansi, wir sind zurück in Yukol-Stadt. Ja, das letzte Mal, leicht gefangen in einer Zeitschleife, sage ich mal, mit einer dümmlichen Uhr, die einzustellen nicht ganz so einfach war. Naja, und wir haben die Info bekommen, dass das Herz von Oscar, der soll sein Herz öffnen, oder wir haben das Herz geöffnet, und jetzt hat er quasi so ein... Er steckt quasi im geöffneten Oscar. Klingt alles sehr eigenartig. Aber so ist nun mal. So, wir haben einen Schlüssel. Den Vorarlberg-Schlüssel und eventuell geht es damit weiter. Er ist auf jeden Fall immer noch, naja, in Trance, will ich nicht sagen. Aber er träumt wohl immer noch. Je nachdem. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir mal die Reise vorbereiten. Der Traumfreier, spricht er noch? Nichts. So als wäre der Traum verflogen. Aha. Ja, Traum ist vorbei. Sehr gut. Ja, ja. Jetzt hat er wahrscheinlich die Kraft, um noch die letzten Meter, zu machen. Jetzt in seinem Exoskelett Oscar. So jedenfalls interpretiere ich das Ganze. Hab's nicht so ganz begriffen, aber das macht ja nichts. Ja. Und die Musik geht wieder ab. Denn... Also den Yuki, den lassen wir da, ne? Der will ja nicht... Oder vielleicht mal schauen, ob der Yuki mit will. Das wäre doch total super. Na? Wo war der noch gleich? Hier? War das nicht irgendwo... War das nicht irgendwo hier rechts? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist der Yuki? Da. Aber sieht nicht so aus. Vielleicht können wir mit dem... Mit dem Vorarlberg-Schlüssel können wir vielleicht das Gatter öffnen. So, komm raus, du. Nee, ne? Komm, mach. Nein. Okay. Also kein Yuki für Karte. Na, von mir aus. Sieht aus wie so Eier hier hinten. Vielleicht schlüpfen da neue Mammen. Wer weiß, wer weiß. Wasser haben wir noch am Start. Und jetzt geht's mal Richtung... Genau, da ist das große Tor. Konnte man das öffnen da hinten? Nee, ne? Da war nichts, oder? Weil das Tor muss... Genau, da war der Zugang zum Schiffchen. Ich fährt's jetzt auch mit dem Zug in den vereisten Kahn. Das Eis zerspringt in 1000 Stücke. Und dann geht's weiter. Vielleicht aber auch nicht. So, da drüben... Dort drüben müssen wir nichts mal machen. Dann gehen wir mal hier hoch. Die komische Eule haben wir auch noch. Was ist der Eulerich mit? Okay. Wir haben jetzt... Jetzt sind wir quasi die Zugführerin. Und müssen jetzt irgendwas machen. Oh Gott. Hoffentlich kommt jetzt nicht ein... Finde raus, wie der Zug funktioniert. Oh oh. Scheiße. Erstmal ein Schlüssel ins Zündschloss. Wo ist das Zündschloss? Gibt kein Zündschloss, ne? Irgendwie muss die Maschine angehen. Kann doch nicht angehen. Da! Aha! Hoffentlich einfach nur umdrehen. Verdammt. Okay, das hätten wir. Wo, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist hier ein Öff oder solcher Driftregen oder was? Das Ding klemmt. Oh, nee, schon wieder. Bitte nicht. Ah, hä? Was ist das, eine Bombe? Flammenwerfer? Was war denn das? Ja... Okay. Das ist eben passiert. Jetzt haben wir also eine... Was war das denn? Hat aber auch wieder so einen Vogelkopf gehabt, ne? So ein... Das Ding klemmt. Hoffentlich geht auch nur das zu betätigen, was Sinn und Zweck hat. Das Ding klemmt. Hier klemmt es also überall. Ich glaube, bei dir klemmt es. Im Hirn. Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Ha!
Moment. Hat es jetzt gerade getankt? Aha! Linke Anzeige voll. Und zwar am Limit. Boah, der platzt ja gleich hier. Wahrscheinlich, was haben wir denn jetzt? Ach, Wasser. Für den Kessel. Jetzt muss ich... Ah, ich muss das heiße Wasser hier im Kessel irgendwie... Nee, das kalte Wasser muss ich jetzt erhitzen irgendwie. Und dann auf das Schiff sprühen und dann... Ja, komm, ich kenne mich aus. Und dann wird es logischerweise enttaut. Heißt das so? Enteist, so rum. Tja. Das Ding klemmt. Also was klemmt, ist schon mal falsch. Also wir müssen da irgendwie drei Schritte, schätze ich mal, ne? Drei Anzeigen, also drei Schritte gibt's zu dingsen. Das Ding klemmt. Und alles, was klemmt, ist wohl falsch. Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Das ist hier die dritte Geschichte. Also hier konnte ich ja was machen. Wo war das gerade hier, das? Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Hier ist jetzt Power. Vielleicht kann ich das jetzt aktivieren. Das Ding klemmt. Nee. Das Ding klemmt. Aha. Also auch die mittlere... Aha. Das Ding klemmt. Ist vielleicht Schubumkehr. Und Feuer frei. Ja, komm zurück. Ist das die Temperaturanzeige oder so? Oder ist das einfach nur der Füllstand hier des Wasserkessels? Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Also hier kann ich was machen. Hier kann ich auch irgendwas machen. Das Ding klemmt. Ja, ja, ich merk's. Ah. Was denn? Was soll dieser komische wurmige Wurm? Ach, jetzt Kohle? Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Jetzt klemmt das auch. Einfach irgendwas machen, okay. Jetzt holen frische Kohlen. Mal Kohle und Wasser. Machen wir Kohlenwasserstoff. Ach, jetzt muss ich das... Ach so, das, was normalerweise hier reingeschaufelt wird, macht hier der The Schlang. Aha! Wir haben heißes Wasser, wir haben Kohle. Jetzt müssen wir es erhitzen und dann die brennenden Kohlen auf das Schiff schleudern. Richtig? Lauschen. Ah, es brennt. Und jetzt das hier. Mehr haben wir nicht, oder? Doch, rechts unten noch. Temperatur, toll. Oh, heißer Dampf, heißer Dampf. Genau, jetzt wird heißer Dampf dahin gesprüht. Fantastisch. Ja, sauber. Das heißt, jetzt können wir die Lok stehen lassen. Hat ihren Zweck erfüllt. Das Schiff ist begehbar. Sauber. Schnell mal Meldung machen. Die Reise kann weitergehen. Ist bestimmt noch Hansi wach, oder? Aber nette Idee. Dass die. Und vor allem, es war. Man konnte da gar nichts falsch machen. Das heißt, man musste immer nur den richtigen Knopf finden. Erst Wasser holen, dann die Kohlen holen, dann das Ganze erhitzen, dann Knöpfchen machen zum... So, Vollgas. Jetzt schieß die... Ach, da ist er, der Oscar. Nee, eben nicht. Ja, das ist quasi Hansgar. Hansgar, wie auch immer.
Grauenhaft. Ja, zum Glück lief es nicht andersrum, ne? Dass wir den Hansi aufgebrochen haben, damit wir den in hier reinfüllen können oder so. Boah, das wäre ungünstig gewesen. So ist schon unblutiger, das gefällt mir. Schon viel besser. Sehr schön. Das Schiff ist bereit. Jetzt müssen wir noch die Tore öffnen. Wie machen wir das denn? Und dann jetzt endlich in die Heimat, sozusagen. Ah, der Chef. Tut, tut. Guten Tag. Guten Tag, Kate Walker. Ich bin Kate Walker. Ich komme aus New York. Wir müssen weiter, großer Häuptling. Kate Walker weg? Ich werde Ihre Gastfreundschaft nie vergessen. Du komm wieder, wenn du willst. Danke. Danke für alles, großer Häuptling. Naja, so herzlich, weiß ich jetzt nicht. Muss das? Na gut. Arche, was? Mit dieser Arche sollen wir fahren? Jawohl, Schiff robust. Du gute Reise machen. Das hoffe ich. Arche, genau. In diesem komischen Buch, das wir in der Nische im Kloster gefunden haben, da war auch von dieser sibirischen Arche oder sowas die Rede. Hansi. Das heißt, alle 10 Jahre bringt ihr die Mammen, aber seit langer Zeit ist nichts mehr passiert und jetzt fahren wir quasi wahrscheinlich zu dem Stamm dieser komischen Ur-Jukol. Vielleicht können wir dann sogar Mammen mitbringen und dann freuen die sich hier wieder alle. Wer weiß, wer weiß. Hans ist wieder etwas zu Kräften gekommen seit seiner Verwandlung. Letzte Reise, Hans Vorarlberg. Weg nicht mehr lang. Ich weiß. Ich weiß. Folgen immer Traum, Kate Walker. Tja, ja. Ich glaube, der macht's nicht mehr lange. Aber jetzt hat er zumindest noch so die letzten Meter, kriegt er jetzt mit Exoskelett hin. Tore! Können Sie die Tore zum Meer öffnen, Häuptling der Yukol? Kate mit Frau Yuki auf Arche. Großer Häuptling öffnen Tore. Danke. Frau Yuki? Glück, Kate Walker. Auf Wiedersehen. Du auch auf Wiedersehen, Kate Walker. Oh, heute problematisch, ne? Der müsste eigentlich perfektes Deutsch sprechen, ganz klar, weil er ist ja super integriert. Ja, wir machen uns auf die Reise. Wieso Freund Yuki? Muss ich ihn holen? Freund Yuki auf Arche? Oder ist er Freund der Yukis? Keine Ahnung. Ich meine, da wird... Ja, wahrscheinlich kommt er irgendwie last minute, kommt er noch angerannt und bellt da und springt an Bord oder so. In so einer krassen Action-Sequenz. Mal wieder. Mensch, Hansi! Hans, sind Sie bereit für die Weiterfahrt? Fehlt nur noch Ihr Freund, der Yuki. Ah. Sie wollen den Yuki mitnehmen? Der kann uns vielleicht nützlich sein, Kate. Na klar. Gut. Fehlt nur noch der Freund, der Yuki. Also muss ich ihn doch nochmal selber holen gehen. Was man nicht alles muss. Ob das jetzt ein krasses Rätsel ist? Von wegen, wie kriegen wir das Gatter auf? Wir müssen erst ein Messer herstellen. Dafür müssen wir erst die Krallen des Vogels und sie müssen wir dann an einen Knochen und dafür müssen wir erst draußen jagen gehen und nee, wird wahrscheinlich dann was sein. Komm! Sie pfeift. Ach, vielleicht mit dem komischen Vogel hier. Nee. Muss der Vogel jetzt einen Fisch fangen und dann... Ich hab doch keine Ahnung. Aber schön still ist es, seit diese dummen Trommeln aufgehört haben. Das ist aber auch nervig gewesen. Dazu noch das Geplätscher. Hä? Och Mann, immer ver... Kann ich mich denn ständig verlaufen? Ja, hier. Komm, Freund Yuki. Freund Yuki. Hä? Ach, hier. Ah, sehr gut. Schnell wieder zumachen. Der Rest, der muss drin bleiben, weil... Nee, okay. Wo läuft er jetzt hin? Ach, bestimmt läuft er mit dem dummen Vogel hinterher oder so. Bleib stehen, du Lump. Oh, wo ist denn jetzt hin? Bestimmt zum Vogel. Oder ist er an Bord? Schauen wir mal, ob er an Bord ist, bevor ich hier durch die Gegend latsche, wie so ein Idiot. Obwohl, Idiotin. Wir spielen eine Frau. Oder? Hast du ihn gesehen oder warum stehst du hier? Kunukmat. Tuk-tut. Ja, Tuk-tut. Kunukmat.
Guten Tag. Duk, duk. So, wo ist es? Ist es an Bord? Und woher weiß das komische Yuki, dass es an Bord gehen muss? Geht aber was nicht mit rechten Dingen zu. Da ist es natürlich wieder nicht. Ah, jetzt müssen wir die pelzige... Ach, da ist sie ja. Los, du jetzt, schnell gehen. Ja, ich schnell gehen. So, auf geht's. Nächste krasse Sequenz. Wahnsinn. Shall I tell him to call later? No, I'll take him, Jesse. Sir, if I may, sounds like he's in trouble. Hand him over. Canton? Canton, where are you? In hell, Marston. In hell. I'm jacking in, Marston. We'll never find her. Kate Walker's gone. Far away. Into another world. Can't do nothing for her now. I'm coming home, Marston. If I can. This time, we're screwed. Yep. You said it. Well, goodbye. Goodbye, Kate Walker. Aha. So, Detektiv ist zurückgeblieben. Sehr gut. Wir sind auf einer komischen Insel. Ist das auch die Insel der komischen Ur-Yukis? Ne, Ur, wie ist denn noch? Kulele, Yuko, Hama? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Sind wir am Ziel, Hans? Ist es das? Nein. Aber wo sind wir denn? Auf Packeis gelaufen. Irgendwo. Die Strömung nimmt uns nicht mehr mit. Warum bloß? Ich sehe nach, was los ist. Bis gleich, Hans. Bis gleich, Hans. Erstmal runter. Vielleicht können wir das... Wo ist denn das Yuki-chen? Ja, schön. An die Leiter, dann runter. So, ist fein. Hallo? So, komm jetzt. Dieser Yuki hat die ganze Fahrt über geschlafen. Warum? Ach, guck mal, jetzt hat sie wieder alles über Bord geworfen. Diese komische russische Puppe haben wir immer noch. Was soll das denn? Ach, als Geschenk bestimmt, oder? Oder suchen irgendwas und dann ist es irgendwann in der russischen Puppe. Wo ist denn der Schlüssel? Ach, da ist er. Die ganze Zeit haben wir ihn bei uns. Ja, sowas aber auch. Also hier gibt es nur das... Das Yuki-chen? Ne, da drücken wir jetzt auch noch was. Ah! Wird's wach? Natürlich nichts nicht. Zu machen. Abgeschlossen. Wie abgeschlossen? Abgeschlossen? Warum? Abgeschlossen. Zu die Kapitänskajüte oder so. Also, von Bord und gucken, was hier Phase ist. Alles voller Pinguin. Warum? So schön kühl ist wahrscheinlich. Halt, Moment. Ganz kurz mal eben. Nee. Ich dachte, vielleicht könnte ich irgendwie übers Fenster runter zu es. In dieses komische abgeschlossene Abteil. Aber das ist natürlich Quatsch. Warum sollte man da denn runterkommen? So. Was? Ach, guck mal hier. Ist das auch ein Mammut? Ja, ehemaliges Mammutchen. Mammutschka. Warum? Wer hat den Anker hier
Bin ein bisschen verwirrt. Was ist das? So, große Pinguine. Also wir sind auf Packeis gelaufen. Und wie befreien wir uns wieder? Na ganz klar, mittels... Was ist denn das hier? Ein Eiszapfen, der hier rumliegt. Ich würde sagen, den nehmen wir mal. Narwalhorn. Ach, das sind Walkadaver, ja klar. Ich dachte schon Pinguine. Ausgewachsene Pinguine. Wir werden beobachtet. Ich kann es spüren. Narwalhorn. Muss ich mich irgendwie frei pieken? Oder vielleicht ein böser? Ah, jetzt müssen wir die Pinguine alle schlachten. Kommen wir bestimmt nicht ran, weil die böse sind. Ist die so riesengroß? Dann mit dem Hebel. Die laufen davon. Oh oh, fährt's ohne uns los. Lauf, Karte, lauf! Geschafft. Wir können weiterfahren. Wie jetzt? Was war das für ein seltsamer Zwischenstopp? Hä? Oh oh. Endlich! Jetzt bin ich sie los, Kate Walker. Aber was zum... Oh nein! Das Schiff steckt fest! Ah, dieser irre Ivan. Toll, jetzt hat er das Schiff gekapert, die Sau. Ich dachte, der sei tot. Hat sich die ganze Zeit versteckt. Tja. Genau, wir müssen die Armee aus Pinguinen mobilisieren. Dann werden sie wahrscheinlich den Bösewicht zerhacken. Ganz klarer Fall. So, euch kann man rekrutieren. Was versteckt ihr da? Alle abschlachten. Nee. Nimm die russische Puppe. Was macht ihr denn hier? Seid ihr verrückt? Ja, können wir wegtreten? Nee, ne? Bestimmt. Bestimmt hier ist hier irgendwas. Was tun sie? Ach so, die... Ach, die Eier. Pinguin-Eier müssen wir wahrscheinlich zerhacken. Nee. Verstecken? Im russischen Ei? Nee, wir legen es dazu. Hä? Hey, sieh da! Was macht... Erstmal sieh da zu Pinguinen. Zweitens... Ja, genau. Jetzt haben wir sie weggelockt. Mit einem russische Puppe-Ei. Jetzt müssen sie alle 12 müssen sie brüten gehen. Ach, so eine Bombe bestimmt, oder? Jetzt müssen wir nur noch die... Brauchen wir nur noch einen Zünder oder so. Dann können wir die alle wegsprengen. Ich wette, das ist, da liegt das irgendwas. Bestimmt ein Seil oder so? Oh. Nun. Was hat sie damit vor? Möchte sie damit zum Schiff schwimmen? Achso, das benutzen wir hier als, als Ruder. Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Was? Jetzt hackt sie sich so frei. Tatsache. Ist klar. Nee, das würde ich auf jeden Fall auch machen, ja. Es wird immer realistischer, das Spiel. Das gefällt mir am besten. Die verschlossene Tür ist von außen natürlich zu... Ach nee, das ist ein Lagerraum.
Haben wir den noch? Wieso nimmt sie den nicht mit? Falls er wieder mit einem Stoßzahn ankommt und uns ärgern will. Ach, jetzt fährt er gleich runter. Bricht sich dann das Genick. Oder ist querschnittsgelähmt und dann ist er auf uns angewiesen und wir müssen uns dann um ihn kümmern. Also diese Tür blockiert. Ah. So, das heißt, wir kommen wieder raus, aber hier jetzt nur noch den Hebel. Ein Hebel. Aha. Was machst du jetzt? Lösen Sie den Knoten? Der muss... Was mache ich mit dem? Befestige ich... Wo? Es hier befestigen. Nein, das funktioniert nicht. Sagst du. Nein, das funktioniert nicht. Vor allem probiert es noch nicht mal. Sie weiß genau, das klappt einfach nicht. Ich frage mich, wozu das dienen soll. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Vielleicht kann man das hier festmachen. Nein, das funktioniert nicht. Wenn du das sagst, dann wird es wohl stimmen. Nein, das funktioniert nicht. Wenn du die Antwort kennst, dann sag sie doch einfach. Heißt... Das ist wahrscheinlich dann der letzte Schritt, ne? Nichts passiert. Ah! Hä? Moment. Das heißt, das Seil geht hoch und das Seil geht wieder runter. Da müssen wir irgendwas finden, um das hier zu befestigen. Oder irgendwas... Was ist das denn? Makaberes. Die Wirbelsäule als Halterung. Ach, hier. Ein Ring. Da müssen wir es... Okay. Ist das irgendwie... Ein Kind. Was habe ich davon? Ach, Moment. Stern, 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 nichts, nichts. Also irgendwie 2 auf 3 heißt was auch immer. Und das heißt Kind. Ist das ein Sternzeichen oder so? Verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite haben wir. Das heißt Mammut, das heißt jagen. Oder das ist tot. Okay. So wie so eine Art Morse. Oder was soll ich damit anfangen? Sterne, Punkte. Langer Punkt, kurzer Punkt, Pause. Muss ich mir das irgendwie merken, aufschreiben? Hat sie das irgendwie eingetragen in ihr schlaues Buch? Natürlich nicht. Natürlich hat sie das nicht. Aber schon mal gut zu wissen. Irgendwie. Denkt man nicht, dass ich mir das aufschreiben muss, oder? Also hier kommen wir auf jeden Fall wieder raus, weil hier passiert noch nichts. Wir müssen andere Dinge vorher noch tun, müssen uns irgendwie verbinden. Ach guck mal, da ist er. Da geht's nach oben. Das sollten wir wahrscheinlich nicht machen, oder? Doch, Hansi. Hans, ist alles in Ordnung? Ja, ja. Sind Sie verletzt? Er hat mich gezwungen, hier runter zu gehen. Sonst nichts. Den werden wir schon los, Hans. Ivan Burgov soll sehen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Schrei doch nicht so. Wir überlisten ihn, Kate. Genau, wir überlisten ihn. Deswegen gehen wir direkt mal nach oben. Schnurstracks. Hätte ich mir denken können. Ivan war hier versteckt. Was ist das denn? Aha. Das ist schon mal gut. So eine Art Haken können wir oben festmachen. Das kommt an diese komische... Genau, Elfenbeinhaken. Nanu? Dieser Mechanismus scheint die Arche anzuhalten. Ja, das nennt man Anker. Dieser Mechanismus scheint die Arche anzuhalten. Und da wir angehalten haben oder aufgelaufen sind, ist es egal. Dieser Mechanismus, ja, ja. Kaputt hacken können wir es nicht. Nee, nee. Mehr scheint es nicht zu geben, oder? Nee. Das heißt, ja, wieder schön. Bloß nicht überstürzen, so ist richtig. Nicht, dass sowas passiert, das wäre sehr dumm. Mit Bedacht. Also hoch kommen wir. Vielleicht, aber ich bringe erstmal diesen komischen Haken an. Nimm Haken, bringe an. Nee. Erstmal hoch da.
Hoch, hey. So ist fein. So. Jetzt haken. Verdammt. Ach, hier nagen. Ah, jetzt wird sich verhaken. Wenn ich jetzt den Schalter betätige, was passiert dann? Dann wird es oben runtergezogen, weil es hier fest ist. Und dann fällt ihm das Segel aufs Hirn. Oder wie darf das verstehen? Verstehen. So, jetzt steht er günstig. Und schnell den Schalter. Schnell, schnell, Karte. Schnell, schnell. Jetzt. Perfekt. Und... was hab ich gesagt? Sehr gut. Diebstahl. Mord. Gott. Sind wir jetzt da? Tja, offenbar weiß er, wo es lang geht. Ich würde sagen, wir holen erstmal den Yuki, oder? War ganz schön brutal. Haben sie da krass zerhackt auf der Insel. Naja. So, aufstehen, du faules Schwein, es geht los. Dieser Yuki hat die ganze Fahrt über geschlafen. Gut, dass wir mitgenommen haben. Durchgefüttert haben wir wahrscheinlich auch. So, Anker lichten. Nee, nicht. Anker setzen. Das ist doch nicht etwa der Mechanismus, der das Schiff zum... und so weiter. Nee. Wieso kann ich damit vorher interagieren, wenn es überhaupt gar keinen Sinn und Zweck... okay. Also, wir sind im Hafen angekommen. Wir sind jetzt auf der Insel, schätze ich mal, oder? Tja. Vielleicht wird das jetzt hier wichtig, diese komischen Symbole da, diese... für die Kommunikation vielleicht, so... mitnehmen kann ich die trotzdem nicht. Kann sie nur angucken. Das ist ja nicht so sinnvoll. Muss ich mir die abzeichnen oder so? Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Hoch zu's. Also viel kann ich nicht mitnehmen. Okay, hab's begriffen. Aber im Vergleich zum ersten sehr, sehr, sehr viele Sequenzen. Halt, wo ist das? Nee. Moment, was passiert hier? Also er ist nach rechts. Das heißt, wir gehen nach links, wir gehen natürlich nach rechts. Ganz klar. Halt. Wir sind also nicht mehr in irgendwelchen... in der Arktis oder Antarktis mit irgendwelchen Pinguinen, sondern jetzt ist es hier ein bisschen... naja... dschungeliger? Was in? Liegt da noch? Das klang nach Skelett. Oh, der ist aber schon lang kaputt.
Ich hatte Kopf abgefallen. Ach, ein Automat. Nee, das war doch kein Automaton. Yukol-Medaillon. Aha. Mit jeder Menge Symbolen. Aha. Ich wette, das ist... Also entweder das ist nur so ein Außenposten oder er kommt zu spät. Sie sind alle schon gestorben. Deswegen kam auch keine Mammen mehr, ne? Irgendwas war doch in der komischen Geschichte, dass das irgendwann aufgehört hatte. Wahrscheinlich ja wegen des Eises oder sowas. Aber dann müssten die doch hier zumindest... Oder haben die irgendwas zurückgeschickt für die Truppe hier? Oder wie ist das? Moment, wo ist denn... Ach, haben sie es hier runter? Ach, hier wieder so eine komische Statue. Mit den Elfenbeinen, genau wie in der vorherigen Stadt. Wenn das hier wirklich eine Stadt ist. Aber sieht schon ein bisschen runtergerobbt aus alles, ne? Alles voller Moos. Trotz Moos nichts los. Komisch. Aha. Steintafeln. Sind noch hundertprozentig auch auf der... Okay, mal Quake. Quake G und irgendein Haken. Moment, wo ist das Amulett? Ach, hier. Ja, kann ich da mal einen Blick drauf werfen? So, Blick drauf werfen auf Medaillon. So, Quake. Das ist G. Das ist G. Hallo? Haken? Nee, dahinter ist es nicht. Da. Hier ist Quake. Cool. Und das hier ist der Haken. Oder? Das G, das hätten wir und den Haken. Oder ist hier vielleicht das G? Weiß ich nicht. Steintafeln. Okay. Das haben wir so tatsächlich gefunden. Das ist ja so verrückt. Was genau bringt das? Muss ich die neu ordnen, oder wie? Nein. Eher nicht. Wo geht das denn weiter? Oder was kann ich denn sonst noch machen? Kann ich ins Wasser springen? Oder wo ist das? Ach nee, hinten. Da geht's nach rechts, da geht's weiter nach hinten. Wo sind wir denn hergekommen? Von hier, ne? Von der Seite, glaube ich, sind wir gerade reingekommen. Mehr scheint da nicht zu sein. Nee, lassen Sie sich ruhig Zeit, Frau Walker. Wir haben's doch. Oh, ich glaube, die sind wir echt fertig, oder? Da ist nicht mehr so viel. Ah! Sammel die Kräuter. Und noch eine Steintafel. Vielleicht müssen wir das irgendwie für den einen... Was ist denn das hier? Siberia-Blume. Ist das die... dieses blaue Gras, von dem wir alle reden? Ich glaube, ja. Zu gackern. Also wir haben 4 Steintafeln und eine Blume. Hm. Das sieht schon relativ blau aus, das Gras. Haben sie nicht ganz unrecht. Ach, guck mal hier, die Dresine. Ja, Hansi, ich komm auch nicht weiter. Also irgendein Mechanismus. Ach, das wieder für den Yuki. Können wir den Yuki reinschmeißen und dann kann der mal schön hier am Rad drehen. Und dann geht die Tür auf. Hans? Wir sind da. Siberia. Und die Mammuts? Etwas weiter, hinter den Blaugrasfeldern. Gehen wir hin. Ist nicht so einfach, aber wir schaffen das, Kate. Nur Geduld. Ja.
ist nicht so einfach. Kann ich mit der Blume jetzt den Hund holen? Hinter diesem Tor liegt die Ebene der Mammuts. Das ist doch bloß ein Tor. Man braucht nur hinter das Geheimnis des Mechanismus zu kommen. Es ist doch bloß ein Tor. Aha. Ein Hebel. Boah, das ist aber gut versteckt. Ja. Ha! Gut. Ich gehe mal ganz kurz den Köter holen. Yuki! Der Tormechanismus. Können Sie ihn betätigen, Kate? Absolut. Ein Yukol-Mechanismus nehme ich an. Sogar ein Yuki. So, jetzt müssen wir irgendwie das Vieh... Ich schätze mal, der Blume kann ich das Vieh wecken, oder? Oder ich muss irgendwo einen Fisch besorgen. Aber wie kann ich jetzt einen Fisch... Vielleicht bei dem komischen Typ mit dem... Bei dem alten Wächter oder so, vielleicht? Dem Medaillon? Mal schauen, hier gibt's nichts sonst, ne? Eine Steinplatte und eine Blume. Ja, das hätten wir. Gut, weiter im Text. Im Wasser kann ich nichts machen. Die Schnäule ist uns ja auch gefolgt, aber die hat relativ schnell... Na, die war nur im Video noch da. Hier ist aber nicht so viel, oder? Ich hoffe mal, dass der darauf reagiert, auf die Blume, weil er merkt, oh, die guten Blaugrasfelder. Schnell folgen. Aha. So, such. Hoffen wir, es funktioniert. Ja, ich hoffe es auch. Ins Kopf. Ah, dieses dumme Vieh, denkt sie sich bestimmt. Na? Vieh ist bereit. Dann los geht's. Schnell ist die Beine tragen. Beeilung ein bisschen, weil ich glaube, der Hansi macht es nicht mehr lange. Oder muss ich es... Ach nee, ja, ist okay. Oh, ich dachte... Ich muss erst das Vieh schnuppern lassen, damit es die Fährte aufnimmt. So, komm, zack, zack. Da ist es. Sehr schön. Zumindest ist jetzt der Weg frei zu den Blaugrasfeldern. Ja, bin ich hier... Nee, komm. Kommt es? Da sehe ich was Weißes. Ah ja, sehr schön. Was macht denn jetzt? Wieso schüttelt sie nur noch den Kopf? Jetzt kommt bestimmt gleich der Überblick über die großen Blaugrasfelder. Musik ertönt, also haben wir wieder alles richtig gemacht. Schöne Titelmusik erklingt. Ich bin schon ganz deprimiert, weil sie sind nicht hier. Sie sind alle tot. Aber es gibt auch einen dritten Teil.
Wieder so eine Vermutung. Ah. 1, 2, 3, 4 fehlen. Müssen wir gucken, wo? Ja, sauber. Neben dem Y und neben dem E. Neben dem Y, neben dem E. Hier ist ein Y. Da kommt der Haken. Neben das Y kommt der Haken. Und neben das E. Oh je, wo ist denn das E? Hier, neben das E kommt. Ist es das hier? Neben das E kommt das Quake. Okay, Quake. Neben E. Was? Moment. Das hier unten? Ja. Quake neben E. Links oben kommt der. Ne, der Haken haben wir gesagt, ne? Nicht das G. So. Na komm jetzt. Wie rum waren die gerade verteilt? Also entweder oder. Unten das G und oben das stark verschnörkelte? Falsch. Das kommt dahin. Doch nicht? Moment. Das hier, ne? Genau, gegen diese komische. Okay, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr beschreiben. Kreisding E. Zack. Hier sind wir, ne? Ist das da mit dem Kreis? Okay, jetzt raff ich es gerade gar nicht. Hier sind wir, ne? Mit dem. Das ist das komische Y. Moment. Nochmal genau eruieren, was genau. Ach, guck mal, hier ist nochmal eins. Hä? Ach, da oben. Wie? Achso. Eventuell sind die rum falsch rum und jetzt machen wir das mal. Einfach so. Nee. Ich glaube nicht, das habe ich hier irgendwo gesehen. Gut, neben diesem komischen, dem Schlüssel. Was muss neben den Schlüssel? Was darf neben den Schlüssel? Das hier ist der Schlüssel und daneben ist diese komische Maschendrahtzellen. Das hier, ne? Und das ist diese Sichel. Was kommt neben diese komische runde Sichel? Moment, hier ist Schlüssel, Maschendrahtzaun. Ist diese runde Sichel. Daneben kommt dieses. Das hier braucht man, ne? Was ist denn das? Das GT oder OT oder sowas? Das ist das. So, dann bleibt nur noch das hier für da oben. Hm. Da ist das komische SZ. Y, SZ, und dann das hier vielleicht? Bist du dann SZ? Wo ist dieses Y? SZ? Stimmt da was nicht? Was für ein Symbol ist denn das? Hm, nochmal. Y, SZ und dann kommt 1 und dann so ein Notenschlüssel. Das da. Y, SZ, irgendwas und dann dieser Notenschlüssel. Habe ich das hier auch? Ja. Aber das Symbol ist das falsche, oder? Dieses komische. Stimmt das denn? Y, SZ, irgendwas. Notenschlüssel und dann diese Sicherheitsnadel. Was ist das denn? Ja, ja, Sicherheitsnadel. Ist es das wirklich? Das muss doch. Muss doch stimmen, oder? Kann ich es jetzt drehen? Hallo? Aha! Was ist es?
Was kann ich drehen? Elfenbeinschlüssel. Okay. Rätsel gelöst. Kombiniere. Jetzt haben wir einen Elfenbeinschlüssel. Der öffnet was? Das nächste. Ja, das sind die großen Blaugrasfelder. Es ist sehr schön hier, nicht wahr? Geht so. Ja, Hans. Siberia. Glauben Sie wirklich, hier gibt es Mammuts? Ja, Sie müssen die Melodie spielen, die die Mammuts anlockt. Wie das denn? Ach Gott. Wollen Sie sie rufen? Ja, mit den Flöten, wie die alten Yukol. Oh, Sie wissen, wie die funktionieren? 2 auf 3. Nein. Okay. Ich versuch's mal. 2 auf 3. Wo sind denn... Was denn für Flöten? Ein ganz besonderer Ort. Nicht wahr, Kate? Ja, ja. Ihr Traum, Hans, war nicht nur ein Traum. Und die Mammuts? Ja, Sie müssen die Melodie spielen, die Mammuts anlockt. Bin dabei. Nicht stressen. Wo sind denn die? Auf der anderen Seite. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Schlüssel. Mit dem Schlüssel machen wir was? Verdammt, ich hätte mal die... Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ach hier, 2 auf 3. Natürlich. So, damit öffne ich... Bitte? Nun. Oh, jetzt packen sie mal alles aus, was sie an Rätseln aufgespart haben. All die Jahre. Naja, 2 auf 3. Das sind bestimmt 3 Stellungen. Einmal frei, einmal... Moment. Halb und ganz. Ja, ja. Kleiner Punkt. Und dieser große... Ach nee. Das ist jetzt die Frage. Heißt, jetzt kommt hier die volle Möhre durch. Was war denn? Verdammt. Ja, 2 auf 3. Hätte ich mir mal aufschreiben sollen. Oder aufzeichnen. Dann hätten wir das jetzt. Verdammt. Und hier drehen bringt natürlich noch nichts. Heißt, hier muss ich es einstellen und hier wird dann gerührt. Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Achso. Ne, jetzt habe ich... Moment. Ich meinen Schlüssel? Ja. Hier rein. Moment. Elfenbeinschlüssel. Wieso geht's jetzt nicht mehr? Benutze Elfenbeinschlüssel mit. Aha. Moment, ich habe einen einzigen... Da ist bestimmt auch ein Symbol dabei, bei der komischen... Ja, ja. Wahrscheinlich ist das irgendwie ein Symbol bei den... Zeichnungen, bei den Flöten... Bei den Notenblättern sage ich jetzt einfach mal. Und dann hat es irgendwie... Es korrespondiert damit. Die stehen dann für Jagd oder irgendwie sowas. Oder keine Ahnung. Oh je. Und da steht was im schlauen Buch. Die Notizen. Ist da was mit dabei? Nee. Yukol-Schamane. Das sind die Blumen. Ja, genau das hier. Blaugras. Brombeerstrauch haben wir auch schon gehabt. Heilung haben wir auch gehabt. Schiffchen kennen wir jetzt auch. Ja, ja.
Alle 10 Jahre tauchte die Arche wieder auf, die sibirische. Packeis. Also alles, was hier drin steht, kam auch vor. Insel Siberia, Packeis. Interessant, interessant. Also sind wir quasi auf der richtigen Spur. Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal versuchen wir das nochmal. Und ich schätze mal, wir nähern uns mit ganz, ganz großen Schritten dem Ende. Aber irgendwie müssen wir diese Maschine zum Laufen kriegen. Dann kommen die Mammen und dann geht es wahrscheinlich weiter. Aber erstmal das große Rätsel lösen. Mit irgendwelchen Symbolen. Das hier ist ja klar, ne? Diese 2x3, diese Melodie. Manche Fächer oder was auch immer müssen geschlossen sein, die anderen müssen geöffnet sein, die anderen nur zur Hälfte. Und dann müssen wir das irgendwie mit irgendwelchen Symbolen, mit dem Schlüssel und dann hier... Ach, die Richtung wahrscheinlich wird dann eingestellt. Ja, dann wird dort die Melodie hingetragen. Und dann wird hier ordentlich getrötet. So oder so ähnlich. Naja. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Sibiria 2. Und dann wollen wir noch mal schauen, ob wir die Mammen nicht angelockt bekommen, damit der Hansi endlich seinen Traum erfüllt bekommt. Hier auf den tollen Blaugrasfeldern. Ja, beim nächsten Mal mehr. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.